Willkommen zurück zu Resident Evil. Wir sind im Esszimmer. Und wir werden jetzt das goldene Wappen da einsetzen, wo unser Holzschild vorher war. Denn dann öffnet sich die Uhr. So, was haben wir denn da? Wenn die beiden einander erstochen haben, legt der Weg in ihr Schicksal frei. Anscheinend können sie die Räder am Uhrwerk drehen. Ausprobieren? Welches Rad möchten sie drehen? Nehmen wir das kleine was, glaube ich. Nach rechts. Weiter drehen? Nein. Was passiert? Ja. Dem Schild und Schwert? Ja. Möchte ich jetzt ausprobieren? Ja, möchte ich. Das... nach links, jetzt geht das nämlich wieder zurück, genau. Nein, und yep. Muss nach links. Links und jetzt müsste das, glaube ich, richtig sein. Genau. Man kann es an dem Bild, was links ist, auch sehen. Also klein in die Brust und groß in den Kopf. Und fertig. Dann bekommen wir einen Hausschlüssel. Welcher ist es? Untersuchen. Ein Schild ist daran eingraviert. Der Schildschlüssel. Damit verlassen wir das Esszimmer jetzt auch wieder. Und gehen zurück in die Eingangshalle. Gehen... Achso, ja. Genau. Wir müssen jetzt vorher am besten nochmal... Ja, wir müssen auf jeden Fall nochmal in einen Speicherraum. Denn wir brauchen jetzt ein bisschen was Durchschlagkräftigeres. Also gehen wir hier das Ganze nochmal durch. Hoffen, dass keine neuen Zombies irgendwo hier aufgetaucht sind. Ja, Moment, dann könnte ich doch direkt hier durchgehen. Ja. Dann brauche ich ja nicht durch den extra Raum. Packen fix die Pistole weg. Was brauchen wir denn jetzt? Ja, ich werde auf jeden Fall den Granatwerfer mal lieber mitnehmen. Jupp, auf jeden Fall. Die Schrotflinte kann er sich auch nicht schaden. Sicher ist sicher. Und wir brauchen auf jeden Fall... davon. Ich kann die Tasche natürlich jetzt auch nicht so mega voll machen, weil wir... Oh Mann, das ist... Scheißdreck. Okay, das Serum kann ich an sich auch wegpacken. Ja, das Serum kann ich wegpacken. Säuregeschoss, wir haben noch Brandsätze hier. So, gucken, ob ich irgendwas vergessen. Ja, ein zweites Heilding wäre wahrscheinlich auch nicht so schlecht. Grünes Kraut, grünes Kraut. Ja, dann nehme ich davon noch eins mit. Okay, das war's. Ich hoffe nicht, dass wir es brauchen werden. So, jetzt sollten wir natürlich auch ausrichten. Ausrüsten. Und auf geht es zum ersten Boss. Den Schildschlüssel, den brauchen wir dann auch, glaube ich, nur einmal. Um in den einen Raum zu kommen, dann verschwindet er auch wieder. Wenn ich mich da jetzt nicht ganz täusche. Ich glaube, die anderen Räume waren alle Helmräume. Da unten in der Eingangshalle rechts war ein Helmraum. Wo wir als letztes waren, wo wir nicht reinkonnten, das war, glaube ich, auch ein Helmraum. Ja. Alles.
meines Helmräume. So, gucken wir mal. Ich hoffe, Kenneth ist jetzt nicht zum Zombie geworden. Aber das erfahren wir jetzt. Jeden Augenblick ist es soweit. Ne, er liegt noch da. Und hier liegt auch noch einer. Der kann mal liegen bleiben. Ich weiß gar nicht, ob es möglich ist, alle Zombies hier zu verbrennen, ob genug Kerosin da ist. Habe ich irgendwie noch nie probiert, hat mich auch nie so wirklich interessiert. Auch wenn diese superschnellen Zombies ätzend sind und nerven, aber trotzdem. Sie haben den Schildschlüssel, weil sie brauchen den Schlüssel nicht mehr. Ablegen, jo. Und normalerweise, wenn wir jetzt hier reingehen würden, würde eine Zwischensequenz kommen, wo Richard uns hilft. Was auch ganz geil wäre. Gewehrmunition mitnehmen. Also ich könnte auch direkt mal den Granatwerfer ausrüsten. Jo. Okay. Oh oh. Das Ding ist hässlich. Oh Junge, das hoppelt. Crap. Kann ich hier? Nein, ich kann hier gar nicht durch. Scheiße. Oi, nicht sterben. Nicht sterben, Jill. Gift, ja, wir sind vergiftet. Komm. Wir holen uns mal fix die letzte Maske. Nichts. Außer, dass wir jetzt ziemlich unglücklich hier... Okay, geschafft. Puh, ist dann verschwendet. Ach, scheiße. Ja, ich hab's befürchtet. Normalerweise würde Richard auftauchen und uns helfen. Und die Schlange würde Richard dann umbringen. Und Richard würde uns dann seine Waffe hier liegen lassen. Und die ist eigentlich ganz geil. Nee. Ah, nein, wollte ich doch nicht. Ausrüsten. Verdammt. Verdammt, verdammt. Das passiert, wenn man nicht kollegial genug ist. Hätte ich ihn mal gerettet. Hätte ich ihn schnell gerettet. Und ich versuche erstmal alles andere zu machen. Poisoned Serum. Oh oh. Oh oh. Barry. Scheiße, das war doch Barry, oder? Naja, ich habe nur die Magnum gesehen. Also Magnum bedeutet Barry. Dabei habe ich das Serum extra noch schön im Raum gelassen. In unseren Vorratsraum. Oh, okay. Barry wird das schon regeln, wie immer. Wieso kann man eigentlich nicht Barry auswählen, sondern nur Jill und Chris? Ja, egal. Barry? Barry? Mhm. Barry? Nicht da? Wir sind natürlich nicht mehr vergiftet. Lag da gerade ein... Ne, okay, nur eingebildet, dass da ein Notizzettel lag. Gut, der Schlangenboss, ja, habt's gesehen, besiegt ist er nicht, aber... Zumindest. Oh, Moment, das kann ich doch kombinieren. Wieso mache ich das denn nicht vorher? So. Dann habe ich da schon mal Platz gespart. Besiegt ist die Schlange nicht, sondern abgehauen. Deswegen befürchte ich fast, die kommt nochmal wieder. Na toll. Jetzt haben wir das Serum hier und ich brauche es nicht.
das alles, das brauchen wir davon noch irgendwas? Nö, das können wir so lassen. Ich verbinde nämlich kurz mit rein. Denn hier werde ich erstmal speichern und einen kleinen Schnitt machen. Bis gleich.